Ja, danke. Ihr habt über so viele geredet, dass ich nicht genau weiß, wer es nun sein soll. Aber in der Tat habe ich jetzt zwei Abgeordnete da, die ein Thema bedienen, was uns ja alle angeht. Die Gesundheit, Corona ist das Stichwort. Und ich begrüße ganz herzlich Karl Lauterbach von der SPD und Janosch Dahmen von den Bündnisgrünen. Herr Lauterbach, Sie kennt man natürlich allenthalben bei Herrn Dahmen. Da habe ich nochmal nachgeguckt. Von einem Jahr sind Sie überhaupt erst in den Bundestag gekommen. Man hat das Gefühl, man kennt sich schon ewig. Sie sind auch quasi ständig on air, würde ich mal sagen. Steht hier, Herr Dahmen, einer, der demnächst Gesundheitsminister ist in Deutschland? Also im Moment geht es ja noch nicht darum, irgendwelche Posten zu verteilen, sondern in einem heute neu gebildeten Bundestag müssen sich jetzt neue Mehrheiten zusammenfinden und darüber verhandeln, wie man unser Land besser, anders zukünftig regieren will. Und da wird sicherlich, darum kommt man nicht drum herum, Gesundheitspolitik eine ganz große Rolle spielen. Und wenn dann klar ist, was getan wird, dann wird auch die Frage kommen, wer kann diese Aufgabe übernehmen. Wenn das auf Sie zulaufen würde, Herr Dahmen, würden Sie es zutrauen? Also für mich ist wichtig, dass die Gesundheitspolitik gut wird. Deshalb setze ich mich im Parlamentarismus hier im Deutschen Bundestag ein. Und selbstverständlich werde ich auch alles dafür tun, dass die zukünftige Gesundheitspolitik eine gute, eine bessere wird. Karl Lauterbach, Ihnen traut man das auch zu, Sie wollen es auch werden. Mal sehen, wie es dann am Schluss kommt, das will ich Sie aber gar nicht fragen, sondern in der Tat kommt jetzt der Winter, der Herbst und man fragt sich, reicht meine Impfung eigentlich noch? Also das Stichwort Boosterimpfung, da ist immer von 70 plus die Rede. Was ist denn mit den anderen? Denn wenn man im April die zweite Spritze gekriegt hat, wie sicher sind die jetzt noch? Also zunächst einmal, wenn es um den Schutz vor schwerer Erkrankung geht, schwere Erkrankung durch Covid oder gar Tod, dann sind die Impfungen fast alle noch wirksam genug. Die Wirksamkeit hat etwas nachgelassen in Bezug auf die Frage, kann ich mich noch anstecken? Und das ist so, also man kann sich mittlerweile auch wieder anstecken, wenn man geimpft wurde, zumindest dann, wenn die Impfung mehr als 4, 6 oder 8 Monate zurückliegt. Aber der schwere Verlauf, der ist nach wie vor durch die Impfung vermieden. Von daher, das ist ja das, worauf es ankommt. Bei den über 70-Jährigen wollen wir einfach verhindern, dass es irgendwann so ist, dass sie dann sich nicht nur erneut infizieren können, sondern auch sehr schwer erkranken können. Und wir kommen langsam in den Bereich, dass wir bei den Älteren, bei den sogenannten Durchbruchimpfungen, also Durchbrucherkrankungen, Erkrankungen trotz Impfung, da sieht man jetzt mehr auch wirklich schwere Fälle. Von daher wollen wir bei den Boosterimpfungen dort anfangen. Ja, gerade die Älteren zu schützen, ist ja so, wie man es letztes Jahr auch begonnen hat. Aber nochmal die Frage, wird es denn demnächst Booster für jeden geben, zumindest für jeden, der es will? Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, weil wir sehen, dass die Infektion durch die Impfung, die zweite Impfung, nicht dauerhaft vermieden werden kann. Und es wird ja viele geben, die wollen sich auch nicht mehr infizieren. Und denen kann man die Boosterimpfung da nicht vorenthalten. Die Boosterimpfung ist für diese dann auch eine gute Lösung. Im Moment sind wir noch knapp mit den Impfungen. Im Moment ist es so, dass wir in vielen Armen viel zu wenig Impfstoff haben. Da kann es nicht sein, dass jedes industrialisierte Land hingeht und also impft die gesamte Bevölkerung zum dritten Mal, derweil in den ärmeren Ländern selbst Pflegekräfte und also Ärztinnen und Ärzte erkranken und zum Teil auch sterben, weil da kein Impfstoff ist. Das ist natürlich ein Problem, Herr Dahmen. Wenn jetzt die Maßnahmen zurückgenommen werden, also die epidemische Lage nationalen Ausmaßes, da wird ja jetzt diskutiert, wie kann man es trotzdem erreichen, vor allen Dingen bundesweit einheitlich dann doch noch Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten. Also zunächst mal gilt es zwei Dinge zu unterscheiden. Es ist in der Vergangenheit an der Struktur des Gesetzes, die die epidemische Lage geregelt hat, an der Gesetzgebung gewissermaßen selbst Kritik gab einerseits und andererseits der Offensichtlichkeit, dass diese Pandemie nicht vorbei ist und dass wir wesentliche wirkungsvolle Schutzmaßnahmen wie das Masketragen, wie 3G in Innenräumen oder auch die Nutzung der Corona-Warn-App weiter brauchen werden. Und es ist sicherlich Aufgabe des jetzt neu konstituierten Deutschen Bundestages, sich der aktuellen Lage, wo wir ja wieder steigende Fallzahlen haben, zu stellen als Realität und eine Gesetzgebungsgrundlage zu schaffen, dass wir mindestens für den Winter diese wirkungsvollen, wichtigen Schutzmaßnahmen noch haben. Sie sitzen ja ab morgen gemeinsam in einer Arbeitsgruppe zur Regierungsbildung und da wird sicherlich das Thema Pflege auch eine ganz wichtige Rolle spielen, Herr Lauterbach. In der Pflege, da sind die Zustände nach wie vor nicht gut in Deutschland. Was fordern Sie? Also ich fordere gar nichts öffentlich, das ist ganz klar, weil wir fahren ja hier gut mit dem System, dass wir tatsächlich hart und gut verhandeln.
Gemeinsam versuchen wir, die Probleme zu lösen. Und wenn wir das leichter machen wollen, dann sollten wir uns nicht öffentlich mit Forderungen begegnen oder mit roten Linien und dergleichen. Das Pflegeproblem ist klar, das ist keine Frage. Es fehlt also in der Krankenpflege, wie aber auch in der Altenpflege, fehlen halt mittlerweile Zehntausende Pflegekräfte. Und wir müssen das dringend lösen. Das wird eine spannende Diskussion werden. Der werden wir uns stellen. Aber es wäre jetzt falsch, da Vorschläge öffentlich zu machen. Ganz einfach, es fehlt Geld, Herr Dahmen. Und Sie haben noch einen interessanten Zusatzaspekt benannt. Es fehlt häufig auch in der Politik hier im politischen Berlin der Praxisbezug. Entscheidender Leute, die zu weit weg sind von den eigentlichen Problemen? Na, gute Entscheidungen bedürfen unterschiedlicher Perspektiven, auch unterschiedlicher Fachlichkeit. Und da ist sicherlich eine ganz wesentliche, dass man dafür sorgt, beispielsweise beim Thema Pflege, dass auch die Perspektive von Pflegekräften in Verhandlungen eine Rolle spielt, Eingang findet. Aber auch von anderen beruflichen Perspektiven im Gesundheitswesen, wenn wir für eine gute Gesundheitspolitik Entscheidungen treffen. Und so das gewährleistet ist, kann es gleichzeitig aber auch gut sein, juristische Perspektive, volkswirtschaftlichen Sachverstand mit einzubeziehen, weil politische Entscheidungen ja nicht nur die Praxis allein, sondern immer auch die Rahmenbedingungen mit in den Blick nehmen müssen. Ja, die Rahmenbedingungen für den Einzelnen sind natürlich die Kassenbeiträge. Es fehlt allenthalben Geld. Das bedeutet, derjenige, der gepflegt werden muss, aber auch derjenige, der sich versichert und einen Gesundheitsschutz hat, der muss demnächst tiefer in die Tasche greifen. Also wir sind in einer Situation, die Bevölkerung wird älter. Die Medizin wird besser und teurer und wir wollen alle, das haben wir gerade auch von Herrn Dahmen gehört, wir wollen eine bessere Pflege. Das heißt, das wird mehr Geld kosten. Das ist leider nicht anders also machbar. Die Idee, dass man also eine bessere Versorgung für alle darstellt, mehr Pflegekräfte einstellt, möglicherweise auch sich besser auf Pandemien vorbereitet und all dies macht man mit dem Geld, was schon da ist. Das ist aus meiner Sicht nicht wirklich realistisch durchsetzbar. Und Herr Dahmen, abschließend ist auch schwierig, weil man keine neuen Steuern erheben darf. Also bleibt es dann am Endverbraucher, sage ich mal, hängen. Naja, es ist sicherlich ein Fehler, wenn man auf das deutsche Gesundheitswesen immer nur mit einer Brille des Defizits schaut. Im Kern müssen wir doch feststellen, dass Gesundheit im Interesse von uns allen liegt und dass gute Versorgungsstrukturen nicht nur dazu führen, dass man im Zweifelsfall selbst oder die Angehörigen gut versorgt sind, sondern dass Geld, was wir ins Gesundheitswesen stecken, volkswirtschaftlich hier wieder ausgegeben wird und insgesamt zum Bruttosozialprodukt dieses Land und zum Wohlergehen der Menschen beiträgt. Das heißt also, mit einem Blick drauf zu schauen, als wäre das Portemonnaie dann leer, wenn man dort Geld reinsteckt, ist sicherlich in der Sache auch volkswirtschaftlich nicht korrekt und richtig. Herr Lauterbach, Herr Dahmen, ich wünsche Ihnen alles Gute bei den Beratungen morgen. Ein ganz wichtiges Thema, was uns alle betrifft. Und ich bin mal gespannt, was dann dabei rauskommt bei der Ampel. Aber das ist ja ein Schritt später. Noch sind wir hier heute bei der Auszählung der Bundestagsvizepräsidenten.